möchte Martin Falken jetzt mal bedanken, dass er sich die Sache hier stellt. So, ich frage jetzt gerade mal Tempo Projekt GmbH, die, Sie hat es vorher gesagt, für die Entwicklung des ganzen Feldes zuständig ist. Mittlerweile bin ich, ich bin noch Pionier auf dieser Fläche, ja, für die Bürgerbeteiligung eingeladen worden, so begreife ich das. Ich habe sehr viele Hoffnungen in Tempo Projekt GmbH gehabt, so. Und weiß, dass das alles sehr schwierig ist mit der Bürgerbeteiligung. Ich glaube, dass genau dieses Verfahren jetzt gerade ein unglaublich gutes Power geben könnte, um wirklich mal zu schauen, was bedeutet Bürgerbeteiligung eigentlich und wie können wir das in der Zukunft machen. Das finde ich sehr wichtig. Das andere ist, Tempo Projekt GmbH, die Frage, die sich mir stellt, ist, seid ihr jetzt für das ganze Gelände noch zuständig? Oder seid ihr eigentlich nur noch für das Gebäude zuständig? Das ist, für mich ist das sehr verwirrend, weil wir sind als Pioniere halt eingeladen worden für die Entwicklung. Wir wissen, dass es eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat. Und kann ich direkt beantworten, wir sind nach wie vor für die Gesamtentwicklung dieses Areals zuständig und es gibt drei Partner in diesem Spiel. Es gibt den Auftraggeber, das Land Berlin, vertreten durch das Landesverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Es gibt uns als Gesamtentwicklungsträger, sage ich jetzt mal. Wir sind verantwortlich für die Entwicklung, Bewirtschaftung und Sanierung des Flughafengebäudes und wir sind dafür verantwortlich, die städtebauliche Entwicklung an den Rändern des Feldes vorzubereiten. Wir sind nicht Investoren, wir sind nicht Bauherren, wir sind nicht die Nutznießer eines wie auch immer gearteten Vertriebs der Flächen. Es gibt eine Aufteilung, du, darf ich ja sagen, weil wir schon dabei waren, hast die Pioniernutzungen angesprochen. Die Pioniernutzungen finden statt auf den Flächen des ehemaligen Flugfeldes und das ist einfach eine Trennung, sagen wir mal eine formal juristische Trennung zwischen der Grün Berlin GmbH und der Tempelhof Projekt GmbH, weil die Grün Berlin GmbH diejenige Gesellschaft ist, die das Know-how und das Wissen hat, um Frei- und Grünfläche in der Stadt zu bewirtschaften und zu entwickeln. Das ist ja der Tempelhofer Park oder die Tempelhofer Freiheit, das Tempelhofer Feld, wie man es nennen möchte, ist ja ein Objekt unter vielen, was die Grün Berlin GmbH in Berlin unterhält. So. Und in diesem Fall ist es einfach auch eine juristische Aufteilung. Der Vertragspartner, der Pioniere, weil einer muss es unterschreiben, ist die Grün Berlin GmbH. Die Grün Berlin GmbH ist Vertragspartner für die Pioniernutzung. Die Grün Berlin Stiftung ist Bauherr für Projekte, die auf dem Areal stattfinden. Das ist der Unterschied dabei. Und der Vertragspartner mit den Pionieren ist eben, weil einer muss unterschreiben den Vertrag, Grün Berlin GmbH. Und da gab es ein langes Verfahren, Pioniernutzer, Zwischennutzer auf das Areal zu bringen, sie einzubinden, soziale, kulturelle, sportliche, auch kleine ökonomische Projekte auf das Areal zu bringen, um dort den Raum, der da ist, auch zu nutzen und zwischenzunutzen auch. Und allen ist es klar, dass es eine zeitliche Begrenzung dieser Zwischennutzungen gibt, dieser Pioniernutzungen und dass Pioniernutzungen aus bestimmten Bereichen, die sich bewährt haben, die Lust haben zu bleiben, die sozusagen Gutes tun für diesen Ort, wie zum Beispiel die Almendegärten an der Oderstraße, ein wahnsinnig populäres, sehr, sehr gut laufendes Pionierprojekt, dass sie natürlich die Chance haben, auch auf dem Areal zu bleiben und dort dauerhaft auch Flächen bekommen werden. Und alle Pioniernutzer wissen, dass sie eine gewisse Mobilität und auch Flexibilität an den Tag legen müssen. Wie bei jedem Vertrag gibt es eben auch Regeln. Und diese Regeln werden aufgestellt in beiderseitigem Einvernehmen. Und wenn jemand die Regeln bricht, dann muss man darüber reden und sagen, ist es in Ordnung, dass du die Regeln gebrochen hast oder nicht? Wie oft kann ich noch an mir selber es leisten, die Regeln zu brechen? Und irgendwann wird ein Vertrag eben nicht mehr so verlängert. Vielen Dank. Nein, nein, wir machen jetzt nicht solche Zwischenrufe. Es gibt hier noch drei Leute, nehmen wir jetzt noch unter den Schluss. Das mit dem grünen Hemd, der Schwarzhaarige. Sie können unmöglich jetzt noch dazwischen rufen. Wir wollten ja eine disziplinierte Veranstaltung machen. Bitte, bitte, bitte.
Nein, das geht nicht. Dann müssen wir es abbrechen. Dann müssen wir es abbrechen. Es geht nicht. Begreift doch, wir versuchen hier eine sinnvolle Veranstaltung zu machen. Die Regeln müssen respektiert werden und die Reihenfolge wird nach vorne festgelegt. Vielen Dank. Nein. Bitte setzen Sie sich ganz da hinten hin, damit wir weitermachen. Sonst müsste ich es hier abbrechen. Wir können hier ohne irgendwas gebrauchen. Es wird nicht gehen. Bitte. Wir wollen hier Informationen und Inhalte diskutieren. Hier kann nicht rumgebrüllt werden. Bitte. Es wird nicht. Ah, danke schön. So, der mit dem grünen Jäckchen. Ich bin meiner Sache gut sicher, wenn ihr so bescheuert seid, die Dinge stehen zu lassen, dann tut mir echt leid. Du kannst dich gern wieder zu uns setzen. Ich kann auflaufen. Oh. Okay, weiter geht's. Wir sind nochmal eine Frage zum Wasserbecken. Also konkret, warum hat er nicht eine Eifel? Lauter, ja, die Frage ist, warum nicht einfach eine Rigole, ein Versickerungsbecken da gebaut wird, anstelle dieses Wasserbeckens. Die zweite ist, die Restwässer von Kolumbien dann ohnehin weiter im Alpenregenwasserauffangbecken dann da durchlaufen. Warum, und dort muss auch eine Reinigungsstufe erfolgen, nach allen Überlegungen, die es so gibt. Und warum konzentriert man nicht diese Gesamtfässer da hier zum alten Becken und baut das entsprechend aus? Es gibt auch Vorstellungen darüber. Dann machen wir jetzt noch die zwei Fragen, die ich im Auge habe. Der Herr mit den schwarzen Haaren ist schon lange dran. Ja, schönen Tag, Herr Feigen. Meines Kommentar 042. Sie sprachen an, den Ausgleich der Fläche, das einzuebnen, da ein bisschen Ebene hinzubekommen. Ihnen ist sicher bekannt, dass bei der Gründung 1923, um das Rollfeld tauglich zu machen, auf weite Flächen des Flugfeldes mit ungetrenntem städtischen Müll zunächst mal ausgeglichen worden, mit einer dünnen Humusschicht bedeckt worden sind. Da dürfen die Altlasten auch noch sein. Sie sagten, der Boden sei nicht, doch nicht das ganze Feld kontaminiert, sicher nicht mit Benzol das ganze Feld, aber das ist kontaminiert. Sie wissen davon? Und jetzt gab es noch den Herrn, der da steht. Möchte noch auch eine klare Frage, bitte? Ja, mein Name ist Wilder von der Piratenpartei Eppelhoff-Schöneberg. Und dieser Austausch der Sickerbecken interessiert mich auch. Das hat ja auch mit Gebietstausch zwischen Kreuzberg und Eppelhoff-Schöneberg zu tun. Vielleicht gehen Sie da ein bisschen drauf ein. Und weil Sie ja natürlich Ihre Informationspolitik, die ist immer nur ein bisschen spärlich, deswegen sprießen Gerüchte. Es gibt eben auch den Verdacht von ehemaligen Mitarbeitern, dass da altes Grundwasser auch reingepumpt werden soll aus dem Flughafenkeller, was sich da angestaut haben soll und was eben auch für die Umgleichung des Verseuchtes oder nicht. Die alte die Müllentsorgung, die da mal stattgefunden hat, ob illegal oder illegal, weiß ich nicht. Und last but not least, wird es jetzt komplett betoniert, also ist es kein Sickerbecken, sondern soll es nur verdunsten oder ist das auch wieder eine falsche Information, die aber tatsächlich dann so in der Presse steht? Das wäre dann Ihr Fehler. So, jetzt hatte ich hier vorne noch zwei Meldungen. Wollten Sie auch noch oder haben Sie zurückgezogen? Dann haben wir da noch den Herrn mit dem Schlips. Also die erste Frage habe ich erstmal, das sogenannte Auffangbecken, was die Amerikaner ja da hatten. Das war ja da. Das ist ja jahrelang wunderbar gelaufen. Keiner hat sich beschwert, keiner hatte Sorgen mehr. Nachdem der Flughafen geschlossen worden ist, ist ja dann auf einmal, sage ich mal, vor 6 Monaten ungefähr, haben wir in der Presse gelesen, dass auf einmal ein Becken gebaut werden muss, um das Wasser abzulaufen, weil sonst ja eine Generation reingeht und dann müsste der Senat die Geld bezahlen. Die Frage ist, was ist da eigentlich schon dran? Die Frage werde ich erstmal. Die zweite Frage ist, in der Form sind Sie sind ganz schwer zu verstehen. Ich glaube, Sie müssen ruhiger und langsamer reden und das Mikrofon ganz still halten. Wer soll das bezahlen? Und was ist eigentlich da für ein Unterschied? Ist das Becken noch umsonst? Ist es nicht? Und warum soll die WSA oder der Staat oder Land Berlin Wassergeld bezahlen? Die zweite Frage, wo zum Beispiel gerne wissen, wenn das sogenannte neue Becken, was so wunderbar in der Presse und von Ihnen wunderbar darstellt, wie sieht es aus, die Kostenfrage, Pumpe etc., wer soll das bezahlen? Das wollte ich ganz deutlich mal wissen.
So, Herr Franz, ja. Also Sie geben jetzt noch ein Schlussplädoyer hier und versuchen noch die Fragen zusammenfassend zu beantworten, dann bedanken wir uns sehr bei Ihnen. Wunderbar. Also ich versuche das, ich bin nicht der Wasserbeckenbeauftragte und es werden sich immer mal auch wirklich die Spezialisten und Fachleute, die übrigens am Dienstag bei der Stadtwerkstatt der Flughafengebäude anwesend gewesen sind und die man auch gut und gerne hätte fragen können zu diesen Themen. Einige von Ihnen habe ich auch gesehen, diese Fragen jetzt mal dort auch durchaus gut stellen und auch beantworten können und beantwortet zu bekommen. Ich versuche es trotzdem mal zu machen. Die Frage Regenrückhaltebecken, das ist in der Tat nördliches Bodenbecken. Das ist im Grunde, wenn man da vorbeifährt und ich weiß, dass es das gibt, das sieht man es gar nicht, weil es hinter einer kleinen Reihe von Bäumen und Kleingärten versteckt ist. Es ist aber da, ich weiß gar nicht, wie groß es ist. Das wird jetzt noch genutzt und wird vor allen Dingen vom Institut territorial auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Und der Bezirk hat ganz klar einen Bedarf an Sportflächen angemeldet. Liegt es noch? Aber ist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg beansprucht es sozusagen für sich als seine Fläche und hätte dort gerne eben auch Sportflächen, Großsportfelder, die im Bezirk Mangelware sind und die dort ihren Platz finden können. Das war, glaube ich, die Frage von Ihnen. Jetzt lassen Sie wieder hinten in der Ecke verschwunden. Ja. So, die Idee ist sozusagen, Teile des Regenrückhaltebeckens eben zuzuschütten und auf dem Regenrückhaltebecken Sportflächen zu errichten. Ob es eine oder zwei groß Sportflächen werden können, ist eine Frage quasi der Skalierung des Ganzen. Ein Teil müsste dann, das war Ihre Frage, noch als Art Retentionsfläche freigehalten werden, weil das Wasser, was am Kolumbiadamm anfällt, auch nach wie vor anfallen wird. Auch wenn wir ein Wasserbecken machen auf dem Feld. Ich meine, der Regen hört ja nicht auf, nur weil ein Wasserbecken gebaut wird. Also das, was vom Kolumbiadamm kommt, würde dort vorgereinigt, weil es eben jetzt neue Wasserschutzrichtlinie gibt. Dort durch dieses verkleinerte Becken gesäubert und dann in den Landwehrkanal abgeleitet werden. Das ist die Idee dabei, sodass man auch hier wieder die berühmte Sache von Interessensausgleich, ja, die ganz multiple sind, von Sportflächenbedarf über Pioniernutzungen bis hin zu ökologischen Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, auch hier realisieren zu können. Technisch ist vieles möglich und technisch wäre es auch möglich, Grundwasser abzupumpen, was im Flughafengebäude ist. Das ist aber Ihre Frage. Da ist kein Grundwasser, da ist auch kein Wasser von vor 70 Jahren, da ist überhaupt kein Wasser in den Grund, in den Keller geschossen. Die Kellergeschosse sind alle trocken und Wasser ist das kleinste Problem, was wir da haben. So, da die Frage eben angesprochen worden ist, das ist praktisch die Rekonstruktion einer Skizze aus dem Jahre 1983. Solange besteht das Problem, und zwar in der Folge, wenn es in den Sommermonaten sehr heiß ist, mehrere Wochen lang nicht regnet und wir dann praktisch eben diese wolkenbruchartigen Regenfälle haben, dann ergießt sich in Berlin praktisch das gesamte Wasser von den Oberflächen mit dem Schmutz von den Oberflächen in den Landwehrkanal und in die Spree. Und dieser Schmutz hat die Eigenschaft, dass der nicht sauerstoffgesättigt ist. Das heißt, er entzieht dann dem Wasser den Sauerstoff und deshalb kommt es dann zu diesem fürchterlichen Fischsterben. Das ist schon so lange bekannt. Deshalb hat es auch dazu geführt, dass das Berliner Wassergesetz im ersten Paragraph drinstehen hat, dass die gesamte Wasserwirtschaft in Berlin darauf zu sorgen hat, die Qualität der Berliner Wässer zu verbessern. So. Wir haben es hier mit einem Wasserbecken zu tun, Herr Palm, ich muss es Ihnen mal sagen. Das ist so sinnvoll wie ein Kropf. Wir brauchen es nicht. Ja? Sondern was wichtig ist, das ist schon damals Stand der Experten gewesen, eine biologische Reinigungsstufe dort einzubauen. Und hier können Sie sehen, wie Sie zwei Möglichkeiten, praktisch diese Lösung gibt es seit 1983. Zwei Lösungsmöglichkeiten bekommen. Sie haben unten drunter
haben Sie die biologische Reinigungsstufe und oben drüber haben Sie praktisch einen Trapezboden, auf dem können Sie zwei Spielfelder unterbringen. Das ist die Lösung, darum geht es. Denn auch diese Kosten, die Sie anführen, die 300.000 Euro Regenwasser, Einspeisegebühr, das ist, geht von einer Hand in die andere. Mittlerweile sind die Wasserbetriebe wieder in 100%igem Landesbesitz. Das heißt, das, was das Land auf der einen Seite ausgibt, das nimmt es auf der anderen Seite wieder ein. Ja? Aber das Risiko, was Sie machen, denn also zu Herrn Dr. Hoffmann hier nochmal kurz zu sagen, ich kenne ja die Auflagen, die die Bodenschutzbehörde gemacht hat. In dem Moment, wenn Sie anfangen, dieses Wasserbecken auszuheben, müssen Sie es ständig beproben. Und wenn in diesen Proben Altlasten gefunden werden, dann muss sofort angefangen werden mit der Altlastensanierung. Das heißt, wir müssen dort eine Bodenwäsche durchführen. So, das heißt, das Kostenrisiko, was für dieses Becken, was angeblich nur 11 Millionen kostet, das kann um ein Vielfaches höher werden. Nun ist es so, wird angeführt, Tempelhof Schöneberg, habe ich gehört in der BVV, dass die gesagt haben, ja, das Risiko hat der Bund, das ist im Kaufvertrag drin. Aber das sind auch wir Steuerzahler. Das ist uns völlig sturzegal, ja, ob das nun hier die Tempelhofer zahlen müssen, ob es die Berliner zahlen müssen oder ob es eben wir über die Bundessteuer zahlen. So. Ja, so. Und da ist, wenn man die Experten fragt, Herr Bagges, wir machen das gleich in Ruhe noch ein bisschen weiter. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir sind so nett und verabschieden Herrn Palken und bedanken uns, es sei denn, er möchte noch irgendwas sagen. Vielen Dank. Ich möchte mich auch nur noch bedanken bei Ihnen, dass Sie mir so geduldig zugehört haben und lade Sie ein, sich zu informieren auf unserer Internetseite tempelhoferfreiheit.de. Dort werden Sie auch alle Ankündigungen haben und finden, die wir machen, öffentliche Veranstaltungen. Ich glaube, die sind in Ergänzung zu dieser, wie wir sie hier haben, zu der ich auch gerne komme. Ich habe mich halt hinten hingesetzt, weil ich dachte, die offizielle Einladung, die kommt dann noch irgendwann. Also ich bin gerne bereit, auch mich hier mit Ihnen intensiv auseinanderzusetzen. Ich finde es gut, wenn Sie auch zu unseren, Anführungszeichen, Veranstaltungen kommen. Ich denke, der Punkt ist, dass man einen konstruktiv sachlichen und einfach ideologiefreien Diskurspunkt und Dialog treten kann. Und das ist von meiner Seite zumindest aus gewünscht und gewollt. Und dazu lade ich Sie herzlich ein. Vielen Dank an meine Kinder, Freunde zusammen. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt gilt es natürlich zu fragen, ob dieses Thema, diese technischen Themen noch irgendeiner weiteren Darstellung bedürfen oder ob wir den ersten von drei Punkten langsam abschließen wollen, weil wir ja noch mehr Programm haben und wenn wir das hochrechnen, natürlich dann noch um 12 hier sitzen. Ich schlage vor, dass ich auf meinen Fragenkatalog zurückkomme. Wäre das in Ordnung? Oder Herr Bagges, wollen Sie mit dem Ansatz noch zu Ende kommen? Was ich auch verstehen kann. Wir haben jetzt ja natürlich das ein bisschen kurz gehalten, weil wenn nicht alles hier im Vortrag steht. Also was mir am liebsten wäre, wäre, wenn wir auch ein bisschen Meinungsbilder hier produzieren. Für meinen Geschmack ist es jetzt sehr technisch geworden. Und ich finde schon auch wichtig, wo wir hier jetzt zusammensitzen, ob da jetzt toxische Gifte sind oder nicht. Auch das ist alles auch viel Spekulation dabei. Und es müsste untersucht werden. Wir können diese ganzen Rechtsfragen zugleich nochmal wieder zu den nächsten Themen aufgreifen. Aber ich fände es auch schön, wenn hier noch ein paar der Beteiligten auch noch ihre Meinung oder kurze Statements, damit man so ein bisschen Meinungsbild bekommt. Was halten Sie davon? Gibt es noch jemanden? Ja, die Frau klatscht so schön. Haben Sie eine kurze Meinung für uns?